Willkommen zurück unter der Erde von Science of Life. Und was soll ich euch sagen? Das hier ist Clay. Lehm, genau das, was ich gebraucht habe, um, um diese Bricks herzustellen. Das werde ich jetzt mal einsammeln. So. Und jetzt gucken wir doch mal, wo war das? War das hier? Brick! Yay! Da ist es. Genau. Also 20 Stück will ich davon haben für den Basic Smelter. Das heißt, ich werde jetzt hier mal dieses ganze Ding abbauen. So, einfach oder vielleicht auch nicht das Ganze. Wobei, man könnte mal gucken, da unten kommt offensichtlich noch irgendein Mineral. Und das sieht mir nicht nach Kupfer aus. Ob das vielleicht schon Eisen ist? Nee, Knochen war es. Okay, macht aber nichts. Das nehme ich jetzt mal alles mit. Das ist ein relativ großes Lehmvorkommen hier. Und hier unten wird es jetzt auch schon deutlich dunkler. Also das scheint mir... Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber... Ich hatte das Gefühl, dass es weit, wenn man weiter an der Oberfläche ist, nicht ganz so duster ist. Ich nehme jetzt hier auf jeden Fall noch die Kohle mit, denn die werde ich garantiert brauchen für den Smelter. Und da ich mir noch nicht ganz im Klaren bin, wieso der Kohleverbrauch von so einem Smelter sein wird. Ah, hier ist auch noch Kupfer. Nehme ich auch noch mit, wenn ich da bin. Einmal. So, ich nehme mir hier mal ganz kurz eine Sammelsession. Zack. Und zack. Ist hier noch mehr Kupfer als das? Nee, ne, das war's. Probieren wir nochmal ganz kurz. Nee, das war's. Ich glaube, hier kommt aber schon wieder noch der nächste Tunnel. Ich will nur mal kurz reinschauen. Oh, der ganze Clay fällt runter, aber das soll jetzt mal egal sein. Achso, da geht's aber auch ohnehin nicht so weit weg. Ja, ja, okay, aber hier geht es auf jeden Fall weiter. Das ist doch schon mal gut. Ich müsste auch noch ein paar Plattformen haben. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. Hier brauche ich noch mal Plattformen. Zack. Nehmen wir mal hier noch ein bisschen was von dem Dreck mit, einfach für diese Plattform. Autsch. So, mal hier zwischendurch noch ein paar Fackeln anbringen, dass man auch... Achso, vielleicht lag das aber auch daran, dass es jetzt draußen... Autsch. Dunkel geworden ist. Dass es auch unten dunkler war. Ich klopp mal... Ich wollte gerade sagen, ich klopp mal jetzt irgendwie dieses Vieh hier noch kaputt, damit ich diese Stacheln bekomme für dieses komische eine Teil, was ich mir da auf den Rücken setzen kann. Davon braucht man ja dann eine ganze Menge von diesen Stacheln. Da kann ich ja vorsorglich schon mal anfangen, hier so ein bisschen... hier hat mir wieder einer Leder geschenkt. You can load more fuel by dropping it on the campfire. Okay, wie mache ich das? Was ist denn das Fuel? Ich sortiere mal mein Inventar. Was sind das für Dinge? Stöcker. Hier kann ich die Menge einstellen. Ich nehme jetzt mal 14. Muss ich dafür irgendwie was machen? Nee. Wie teile ich den Stack? Also muss ich wahrscheinlich danach hierauf tippen. Ja, das war gut. So, und wenn ich das jetzt darauf packe, dann ist es wieder dabei. Okay, cool, das war gut. Wo war das Ding? Da war das Ding. Diesmal sollte es nicht daneben gehen. So. Das hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht, merke ich gerade. Aber ist egal. Jetzt war der Plan... Die Bricks, 20 Stück. So. Craft. So, und jetzt müsste doch eigentlich der Basic Smelter kein Problem mehr sein. Genau, Craft. Den habe ich jetzt im Inventar. Und dann platziere ich den jetzt einfach hier hin. Blonk, da ist er. So, was mache ich jetzt damit? Anzünden. Das... Oh, ja. Shit. Die Tiere machen das auch nicht. Ja, ich sollte vorsichtiger damit sein. Oh, aber mir tut mir das... Oh, doch, das Feuer tut mir was. Ah!
Shit, was muss ich tun? Wasser habe ich noch nicht gefunden. Es hört einfach irgendwann auf. Fertig gebrannt. So, wahrscheinlich muss ich den wieder nur in der Nähe haben, um jetzt hier irgendwas zu machen. Geologie, Chemistry. Nee. Wie mache ich jetzt hier? Materials, ja, naja. Sind das nicht Materialien? Gadgets? Nee, Gadgets kann ich nicht machen. Wollt ihr jetzt eigentlich hier? Ah, Block, Brick Slab. Ah, okay. Hier kann ich die Tiles machen. Aber das nützt mir ja auch nichts. Also es ist schön, das kann ich jetzt hier aus Lehm herstellen und so. Aber ich wollte ja jetzt eigentlich ganz gerne Barren herstellen. Kupferbarren vornehmlich, wenn möglich. Wie wird das wohl funktionieren? Muss ich vielleicht auch einfach das auf den Dingens rauffallen lassen? Nein. Basic Smelter. Rechtsklick. Rechtsklick bringt den Spaß. So, Fuel. Was, Fuel. Fuel, würde ich sagen, ist die Kohle. Das ist, hier irgendwo, nehme ich an. Ist das Kohle? Kohle. Nimm mal die Hälfte erstmal. Schaut ja nix. Fuel. So. Und jetzt Kupfererz. Das kommt hier oben rein. Backen. Ja, back mal. Bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Oh ja. Und das kommt dann hier unten raus. Das geht relativ flink. Das macht sich jetzt hier eigentlich von allein. Ich werde mal trotzdem das rausnehmen. Weil jetzt kann ich ja wahrscheinlich Kupfersachen herstellen. Kupferhelm, 4% Damage Reduction. Was hatte der hier? 5% sogar. Das heißt, den kann ich lassen. Aber was bringt mir denn zum Beispiel Kupfertorso? Dafür brauche ich 5 so eine Dinger. Und was sind das hier für Dinger? Kupferbackel. Wo stelle ich denn sowas her? Ist das bei Materialien? Kupferbacke, dafür brauche ich 2. Oh ja, okay, da braucht man offensichtlich eine ganze Menge. Da braucht man offensichtlich eine ganze Menge Zeug. Hier kriegen wir jetzt auch noch ein bisschen was. So. Also, Kupferbacke stellen wir mal her. Ja, soll er mal das Maximum herstellen? Ach ne, ich. Tool. Hammer, ich brauche einen Hammer. Okay, Hammer. Tools. Hammer. Dafür brauche ich Stein, den Kram. Hätte ich längst machen können. Manchmal bin ich auch. Gut, egal. Jetzt habe ich einen Hammer. Und jetzt sollte das doch kein Problem mehr sein. Das war bei Materials. Copper Buckel. Genau, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Maximale Menge. Zack. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall von den Dingern was hergestellt. Und Copper Wire. Wire. Kann ich am Ende irgendwas so mit Elektrizität noch machen? Das wäre ja witzig. Das würde ich ein bisschen gut finden, muss ich sagen. Okay, dann gucken wir jetzt hier mal nochmal. Torso. Kann ich vielleicht auch schon irgendwie. Kupferschwert. Kupferschwert 5 bis 7. Ja. Kupferaxt. 6 bis 6 mit einem langsamen. Macht aber immer 6 Schaden und das Ding macht 5 bis 7. Ich bleib bei den Schwertern. Oh, da brauche ich noch das hier. Was ist das? Woodboard. Da muss ich jetzt wieder gucken, wie man das herstellt. Woodboard. Dafür brauche ich Tool Säge. Okay, dann kann ich jetzt hier wieder. Das finde ich übrigens auch ein total praktisches Feature. So, Säge brauche ich das. Ja, das. Dann craft mal eine bitte. So. Und jetzt das und das und wie viel brauche ich davon? Habe ich vergessen. Ich mache jetzt mal das. Und Kupferschwert kann ich jetzt schon machen. Na, ist das nicht geil? Fantastisch. Ich werde jetzt mal ein bisschen was von dem anderen Kram hier irgendwie in die Kiste laden. Also zum Beispiel das Holzschwert brauche ich ja dann jetzt ganz eindeutig nicht mehr. Was ist denn eigentlich hier in dieser Kiste drin? Das komische Datapad braucht doch auch kein Mensch. Und das kann ich doch auch hier reinpacken. Ach, das ist was anderes offensichtlich. Aber das ist das gleiche, oder? Ja.
So, dann kann ich nämlich auch die Kiste, die muss ich ja auch nicht mit mir rumschleppen. Die können wir bei Gelegenheit mal irgendwo aufstellen oder so. Was brauche ich denn noch nicht? Mal einmal sortieren, bitte. Tja, gute Frage. Gibt es eigentlich eine... Ah, hier unten ist auch eine Gewichtsgeschichte. 150 Pfund kann ich maximal. Und ich habe jetzt 2? Also entweder das wiegt alles nichts oder ich weiß es auch nicht, aber... Naja. So, mal alles hier schön sortiert. Dann machen wir das jetzt zu. Achso, können wir das auch sortieren? Also da sind schon echt ein paar Sachen dabei, die sind schön durchdacht, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich jetzt hier so ein Kupferschwert. Der ist fertig. Das heißt, ich brauche also mehr Materialien natürlich. Gut. Dann gucken wir mal, was das nächste so sein sollte. Kann ich jetzt hier schon flärgern? Okay, eine Pistole. Dafür brauche ich, was ist das? Eisen. Ja gut, okay. Ach, ich kann auch einen Kupferbogen herstellen. Kupfer Arrows. Ja, da bleibt mein Problem. Was macht der denn? Wie viel Schaden macht der denn? Rate of Fire, Speed, Spread. Slightly more effective bow. Ach, ich glaube, das lasse ich erstmal noch. So weit ist es ja jetzt. Also so viel musste ich ja bisher auch noch nicht kämpfen. Ich habe jetzt eher überlegt, ob man mal so ein bisschen versucht, hier zu gucken, was hier noch so kommt. Autsch, was hier auf jeden Fall kommt, sind diese dreckigen Viecher, die mir total auf die Nerven gehen. So, dem habe ich es gegeben. Dann werde ich hier auf jeden Fall noch versuchen, die lokale Fauna ein bisschen zu plündern. Fleisch. Fleisch ist gut. Was ist eigentlich mit der Baumwolle? Da habe ich auch noch nicht. Kann ich mir daraus nicht dann vielleicht auch irgendwie ein T-Shirt machen oder so? Warte, warte. Genau. Er hat nichts fallen lassen. Nehme ich die Baumwolle mit. Okay, haben wir hoffentlich noch ein paar Federn bekommen. Was habe ich? Irgendwas habe ich Neues gefunden. Okay, das war auch gut. Irgendwas habe ich gerade aufgesammelt, womit ich jetzt was Neues herstellen kann. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Oh, von diesen komischen Stachelviechern gibt es aber auch eine Menge, ne? Aber ich brauche ja auch eine Menge von diesen Stacheln für diesen komischen Stachelrücken. Au, die wollte ich eigentlich gar nicht hauen. Aber wenn du schon mal da bist, nehme ich dich gern mit. So, den auch noch. Was kann ich eigentlich mit diesen Pilzen machen? Das habe ich auch noch nicht genau. Wahrscheinlich kann ich die essen, aber da bin ich jetzt nicht todesmutig genug, um einfach... Ah, ich heute mal ein paar Pilze. Ich weiß nicht, was für einen merkwürdigen Trip mich das dann schickt. Ja, diese Flatterviecher, wa? Die lasse ich mal... Au, au, au! Au! Also diese Flatterviecher, die sind da ganz schön... Ne, die sind... Oh, immer schnell angepisst. Nimmt aber auch ordentlich Schaden. Und man sieht die so schlecht, die Dinger auf dem... Die stacheligen Teile auf dem Boden. Hier ist noch eins. Sollten die sich nicht eigentlich bewegen? So. Mit dem Ding hier konnte ich ja jetzt erstmal nichts weiter machen. Dann werde ich mir jetzt hier einfach ein paar Plattformen hinsetzen und mal oben drüber gehen und gucken. Die kann ich hier einfach so in die Landschaft setzen? Ja, ich dachte, dafür brauchst du dann wenigstens eine, Was ist das denn? Ach, schon wieder so ein Ding. Nein, ich dachte, dafür brauchst du wenigstens eine Rückwand. Nee, ach, da sterbe ich doch, wenn ich mich mit dem Teil anlege. Und warum bewegen die sich nicht? Sollten die nicht vor sich hinkriechen? Also ich meine, es macht das Alleen leichter. Ey! Dass einem diese Flatterdinger immer ins Aim fliegen müssen, ist auch eine sehr merkwürdige Angewohnheit. Zack! Autsch! Und
die sind alle stillgefroren hier. Jetzt neuerdings. Aber jetzt so großartig anderes Viehzeug kommt jetzt hier aber erstmal auch nicht. Oh, was ist da los? Rumble in the Jungle. Bleibt mir nur noch... Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist gefährlich. Bogen. Ich guck mal, ob ich bei dem Ding Schaden mache. Ah ja, vielleicht sollte ich dann auch etwas höher zielen. Das hat das Ding überhaupt nicht interessiert. Das ist ein mechanisches Huhn. Ach du Scheiße. Tut mir das was? Also ich meine, ich habe nicht so... Oh Gott, what the Christ is that thing? Ja, das fragen wir auch. Das ist ein Huhn. Aber was macht das Teil? Tut mir das was? Also ich habe keine Lust, hier irgendwie drauf zu gehen. Ich glaube, das endet nicht gut. Also beziehungsweise, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was passiert, wenn ich drauf gehe. Ich meine, das ist doch mal ein interessantes Ziel, irgendwie sich mit diesem Ding anzulegen, aber vielleicht nicht unbedingt mit Holzwaffen. Ich meine, mein Pfeil hat das Ding überhaupt nicht interessiert. Ach, no risk, no fun. Komm, hier, wir gucken jetzt einfach mal, was das Teil macht, wenn ich dicht genug dran bin. Ob es überhaupt irgendwas macht? Nee, es macht gar nichts. Es ist einfach nur ein riesiges Huhn. Also ich meine, ich würde es schon gern erlegen. Um Gottes Willen, was habe ich getan? Ach du Scheiße, es schießt! Und zwar scharf. Oh. Ich glaube, es ist wütend. Und ich glaube, es hängt fest. Okay, also die Ballistik von diesem Bogen muss ich irgendwie noch rauskriegen. Also mit dem Bogen erreiche ich überhaupt nichts bei dem Teil. Ich wollte mir nur meine Pfeile zurückholen. Kann ich dem Ding nur ins Rektum bohren? Nee, das macht jetzt gar nichts mehr. Aber die Kanone ist ja da noch. Verstehe. Oder beziehungsweise, nee, verstehe ich nicht. Aber... Also ich nehme einfach mal an, dass meine Kinderspielzeugwaffen hier noch nicht effektiv genug sind, um irgendwas... Oh, doch hier, da, am Hintern. Ja Gott, das dauert wahrscheinlich 100 Jahre. Und irgendwie ist es hier fest. Also ich probiere jetzt hier noch ein bisschen drauf rumzuhauen. Das ist wahrscheinlich sowas wie so eine Art Bossfight oder so. Gott, jetzt macht's gar keinen Schaden mehr. Na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das noch nicht so richtig was für mich ist. Ist gerade hier die Tür aufgegangen? Ja, so eine Schiebetür, praktisch. Kann ich die mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Hier brauche ich auch eine Keycard für, aber ich kann ja mal kurz gucken, wie weit wir... Ich habe keine Plattformen mehr. Wo waren die Plattformen? Plattform. Da oben. Aus Dreck. Plattform aus Dreck. So. Einmal ausgewählt. So. Hoppla. Was macht das? Also diese komischen Bewegungen, das sieht schon sehr, sehr komisch aus. So, mal kurz gucken hier. Ja, den wollte ich gar nicht unbedingt setzen, aber hier oben kann man rein. Na, ist doch super. Ah, das will mir doch auch ans Leder, das sehe ich doch schon. Und das sah irgendwie so aus, als wäre es hochexplosiv. Seht ihr das? Ist auch ein mechanisches Huhn. Und das hat irgendwie, glaube ich, so was Kleines Rotes, was... Oh, jetzt ist es weg. Okay, egal. Ich untersuche das noch. Das begegnet mir bestimmt nicht zum letzten Mal. So, was gibt's hier drin? Was ist denn das? Na, eiserne Armbrust.
Na Mensch. Was bitte? Irgendwas mit seiner Mutter? Bolzen gibt's auch dazu. Na, ist doch spitze. Vielleicht kann ich damit was gegen das große Robotier da unten unternehmen. Ich werde jetzt mal ganz kurz versuchen, hier mal zu schauen, was es hier noch so gibt. Hier steht auch ein Level immer dran. Level 1. Ja, ja, ich weiß, dass ich das noch nicht kann. Was ist das hier oben? Das ist nix. Okay, also hier gibt es auch keine Möglichkeit, wieder rauszukommen, außer die, so wie ich hier reingekommen bin. Und da unten ist jetzt dieses komische Hühnchen. Da ist die Armbrust, die habe ich jetzt mal ausgerüstet. Ich habe ja auch theoretisch noch diese Pistole, ne? Also nicht die Flare Gun, sondern die andere. Wie viel Schuss habe ich denn dafür? Wahrscheinlich nicht viel. 10. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, da links unter der Batterieanzeige wird mir das angezeigt. Oh, und ich sehe gerade, ich habe schon offensichtlich wieder Hunger. Ich müsste doch auch noch irgendwas Ungefährliches zu essen haben. Hier, diese Dinger. Deswegen regeneriert sich nämlich auch meine Lebensenergie gerade nicht. So. Bis zum Anschlag voll. Tja. Lege ich mich jetzt mit all diesen mechanischen Hühnchen an oder lieber nicht? Also ich meine, das komische Ding da, das ist da immer noch... Also ich vermute, dass es da eingeklemmt ist. Und das andere Teil da jetzt unten offensichtlich auch, oder? Hm. Hoppla. Wollte eigentlich nur wissen. Ob ich durch diese Plattform durchschießen kann. Wenn du dich die ganze Zeit bewegst... Ich hatte einen Schuss. Einen einzigen Schuss hatte ich für das Ding. Okay, Mist. Dann müssen wir es mit... Ah, die werden gleich direkt geschossen und ich kann nicht durch die... Ah ja, aber das kann ich auf jeden Fall... Und die kann ich wieder einsammeln. Also das mit dem wieder einsammeln ist mir... Das ist mir sehr angenehm. So geht mir so schnell nicht die Munition aus, weil diese Bolzen, die kann ich ja noch nicht selber herstellen. Na komm. Ups. Down. Was droppt das? Das hat nichts gedroppt. Ich dachte, es droppt vielleicht... Ich dachte, es droppt vielleicht irgendwas. Und wenn ich dem Ding hiermit irgendwie in den Hintern schieße, passiert gar nichts. Okay, also das mechanische Huhn, das gucke ich mir nochmal an. Ich informiere mich auch über all die anderen interessanten Dinge, die wir jetzt hier noch gesehen haben, um in der nächsten Folge dann hoffentlich mit mehr Wissen antreten zu können und dann ein großes Stück weiterzukommen, während ich hier gerade nochmal schön die Reste der Auseinandersetzung der lokalen Tierwelt einsammle. Ich sage euch danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.